willkommen. Wir sind live auf Twitch. Wir sind unterwegs mit Songs of Silence, einem kommenden Strategiespiel von Chimera Entertainment. Und eine der Entwicklerinnen dort ist Technical Artist Ilchin. Hallo Ilchin. Hi, freut mich hier zu sein. Ich arbeite auf Songs of Silence, zunächst als Technical Artist, jetzt als Community Managerin und spiele jetzt ein bisschen von dem Spiel, an dem ich bis jetzt noch nicht sehr viel gespielt habe tatsächlich, sondern nur Sachen eingebaut habe. Wir streamen parallel, du bei euch, bei eurem Twitch-Kanal, ich bei mir, bei meinem Writing Bull. Eventuell sieht man das auch nachher auf YouTube und alle Infos, sag ich mal ganz kurz meinen YouTube-Leuten, den Link auf das Spiel und auf die Kickstarter-Seite gibt es immer noch, der Kickstarter, der läuft, euren Twitch-Kanal und meinen packe ich ja drunter in die Textbeschreibung. Wir wollen heute was enthüllen, was noch nie gezeigt worden ist, Ilchin. Noch nie öffentlich, ja. Die Closed-Beta-Tester hatten schon ein bisschen Sneak Peek, weil sie das sehen durften. Aber öffentlich wurden die neuen Fraktionen, in denen Songs of Silence spielbar sind, noch gar nicht gezeigt. Das sind die Old Race und die Crusade. Sehr cool. Wir machen ein Multiplayer-Match. Ich habe Sondererlaubnis, die Closed Beta zu streamen. Nicht das erste Mal, aber jedes Mal mit großer Freude. Und ich habe eine Ausbildung, selber ein Spiel zu hosten. Und wie das Spiel jetzt für die, die das noch nie gesehen haben, den zeigen wir das mal gleich in echt und reden nicht vorneweg davor. Wir machen mal einen Multiplayer-Modus und ich gehe auf Host Game. Das heißt, ich selber starte hier. Wir haben uns vorher das Setting überlegt. Ich gehe auf eine kleine Karte. Noch alles auf Englisch, aber die Fertigversion auch auf Deutsch, Ilchin, ne? Und in, ich glaube, 14 weiteren Sprachen. Cool. Sehr, sehr schön. Das wusste ich gar nicht. Wir spielen halt auf einer kleinen Karte. Wir stellen unten Both Sides ein. Also es gibt zwei Arten der Welt. Eine etwas dunklere und eine etwas hellere. Dann stellen wir noch auf Private ein, falls irgendeiner, ein anderer Mensch, der gerade unterwegs ist in der Closed Beta, nicht hier reinstolpert, unwissentlich in einen Stream und dann irgendwie was Komisches erlebt. Dann gehen wir auch schon eins weiter, ne? Mhm. Und dann wird ein Raum erstellt. Links, Random Faction, nein. Wir wollen die Old Race, die alte Rasse, als Fraktion enthüllen. Was ist deren Besonderheiten? Die Old Race-Fraktionen sind die Firstborn, tatsächlich die Erstgeborenen. Das heißt, sie haben sehr viel storytechnisch ganz viel Hintergrund und sie sind sehr abhängig von der Him, die quasi die Erschaffer der Welt ist, so wie wir sie in Songs of Silence kennen. Sie manipulieren quasi diese göttliche Macht zu ihren Zwecken, nicht nur für ihre Zwecke, sondern auch um sich in der Welt zurechtzufinden, weil die Erstgeborenen keine Augen besitzen. Um ein bisschen Atmosphäre noch zusätzlich reinzubringen, verlese ich, und ich bitte jetzt nicht nur bei mir um einen feierlichen Tonfall, sondern auch bei euch um feierlich gespitzte Ohren, die Kurzzusammenfassung der Lore, der Story. Die göttliche Hymne verblasst, die Stille breitet sich aus. Vor 300 Jahren wurde die Welt in zwei Teile geteilt. Eine Welt des Lichtes für die Sternengeborenen und eine Welt der Dunkelheit für die Erstgeborenen. Jetzt, bedroht durch den rätselhaften Kreuzzug und seine mächtigen Fegefeuer, schmieden Helden beider Seiten eine Allianz, um ihre Reiche vor einem überlegenen Feind zu retten. Nur das ultimative Opfer wird sie retten. Ihr habt eine Story-Kampagne, ihr habt einen Skirmish-Modus, ihr habt auch einen Multiplayer-Modus, den zeigen wir jetzt. Ich spiele mit der Old Race und du spielst mit welcher Fraktion? Ich spiele mit unserer ersten Fraktion, die ins Spiel gekommen ist, mit der Thousand Kingdoms. Das sind die Lichtgeborenen oder die Sterngeborenen. Ich weiß noch gar nicht, wie das übersetzt wird später. Sie heißen Starborn. Die später eben, denen die Augen geöffnet worden sind und die dann in die Welt des Lichts gehen durften quasi. Und dort ein wenig so wie wir sie kennen, so wie wir es kennen quasi leben. Dann fangen wir mal an. Ich habe die alte Rasse, du hast die Old Race, du hast deine Fraktion. Ich muss das noch kurz mal anklicken. Dann kann man auch noch mit verschiedenen Hero-Class, mit verschiedenen Heldenklassen starten. Das ist also eine Möglichkeit, das Spiel noch weiter an den individuellen Spielgeschmack oder an neue Herausforderungen anzupassen, erhöht den Wiederspielwert. In meinem Fall kombiniere ich das mit dem Constructor hier unten.
ein mächtiger Handwerker, der vor allem coole Sachen hat rund um das Thema Heilen, Bauen und so eher konventionelle Kriegsführung, also weniger magische Geschichten. Und du spielst mit wem? Ich spiele sehr gerne immer mit dem Hierophanten. Der ist ein bisschen mehr auf Distanz gepolt im Sinne vom Angreifen. Das heißt, er steht eher weiter hinten und ich glaube, schießt Himmlichtblitze nach unten. Alles klar. Er ist ein Priester von der Geschichte her, aber ich mag ihn sehr gerne für seinen Spielstil. Dann stelle ich noch 3 KI-Charaktere ein, wobei mir gerade 4 vorgeschlagen werden. Habe ich eventuell eine zu große Welt gewählt? Nee, ich habe klein gewählt. Nein, das ist schon richtig so, aber ich glaube, es wäre gut, darauf zu achten, dass wir 2 Thousand Kingdoms und 2 Old Rays einstellen. Also 4. Ach so, stimmt. Ich hatte eingestellt 2. Stimmt, ich hatte mir auch notiert 2 von jeder Seite. Das heißt, einmal Old Rays, nochmal Old Rays, einmal die Thousand Kingdoms und ein zweites Mal. Und dann können wir auch schon starten. Unten bei mir steht Kleines Reich, beide Seiten, Voreinstellung passt. Wir können loslegen, oder? Ich bin stark klar. Ich auch. Wir sind beide ready. Und jetzt brauchst du noch den Code davon, glaube ich, ne? Den kopiere ich dir oben. Den habe ich mir tatsächlich schon rausgesneakt aus deinem Stream. Du guckst heimlich meinen Stream. Unfassbar. Genau, deswegen haben wir einen privaten Raum erstellt. Sachen gibt's. Unglaublich. Okay, muss ich mich um nichts kümmern. Einmal rein. Das Spiel ist Echtzeit in den Kämpfen und auf der Strategiekarte ist es rundenbasiert. Und es ist ein Fantasy-Spiel mit einem einzigartigen, das seht ihr gerade, mit einem einzigartigen Grafikstil, mit einer herausragenden Vertonung. Und wenn ich das zum x-ten Mal mal auch meiner Community nochmal sagen kann, Hut ab vor den Entwicklern. Denn in einer Zeit, in der die wirtschaftlich nicht einfach ist und der viele andere Entwickler auf Nummer sicher gehen und den x-ten Aufguss vom immer selben rausbringen, den Mut haben, auch künstlerisch einen neuen Weg einzuschlagen und was ganz Eigenständiges zu erfinden. Das nötigt mir Respekt ab, ganz ernsthaft, und ich drücke euch beide Daumen, dass das Spiel das bekommt, was es verdient, nämlich einen großen Erfolg. Das ist super lieb, vielen Dank. Wir arbeiten echt schon, ich glaube, 3-4 Jahre daran. Sehr viel Liebe ist in die Illustrationen, in die Charaktere, in die Welt, wie wir sie erstellt haben, geflossen. Das war echt eine Mammutsaufgabe und es ist echt schön zu sehen, wie es zusammenkommt tatsächlich. Die Welt ist unterteilt bei uns in eine helle und eine dunkle Seite. Da können wir nicht drüber gehen, sondern wir können uns quasi rüber beamen über ein Portal, das es gibt. Das heißt Fegefeuer, glaube ich, bei euch, ne? Die Purgatories, genau. Ja, und wie viele es gibt auf der Karte, hängt davon ab, welche Kartengröße man wählt. Im Augenblick gibt es bei uns auf jeder Seite 1 und dann wird man halt rüber gebeamt, in Anführungszeichen, zu einem vorgegebenen Punkt auf diesen Zufallskarten auf die andere Seite. Bei mir dunkel, bei dir hell. Im Prinzip kann man beide Fraktionen spielen, auch hier auf jeweils der anderen, in der anderen Welt, aber so ist irgendwie passender und besser. Und es gibt neben unserer Startstadt bei dir und bei mir jede Menge neutrale Einheiten noch auf der Karte, ne? Genau. Die laufen auch herum und machen quasi gehen ihrer Agenda nach. Per Rechtsklick kommt ihr überall rein. Also per Rechtsklick kann man sich jede seiner Armeen oder jeden den Herrscher mit seiner Armee angucken. Man kann per Rechtsklick auch in jeden Stützpunkt in die Stadt reingehen. Ich erkläre das mal meinen Leuten, weil einer das Spiel wahrscheinlich schon kennen. Ich bin jetzt in unsere Hauptstadt reingegangen und da gibt es halt 3 Bereiche. In der Mitte, das ist die Army, also die wir gerade haben, unsere Startarmee. Man kann auf der rechten Seite noch Einheiten in die Garnison reinschicken. Das ist auch eine Sache, die du, glaube ich, empfehlen würdest in der jetzigen Version, die ihr habt, dass man immer Minimum eine Einheit hier reinpackt, ne? Genau, danke an das ganze Team, das die Woche hart gearbeitet hat, um die Changes, um die Änderungen noch mit reinzukriegen. Weil es war, glaube ich, sehr wichtig, dass wir reinpacken, dass die neutralen Armeen nicht mehr unbesetzte Städte angreifen, besetzte Städte angreifen, so rum. Das heißt, es macht immer Sinn, jemanden in deiner Stadt zurückzulassen, einfach nur ein Hearthguard-Unit oder wie auch immer, um sicherzugehen, dass da niemand euch die Ressourcen klaut. Das war eine wichtige Änderung reinzubringen. Und ich bin auch echt froh drum, weil sonst läuft man immer weg und guckt sich eine andere Stadt an und währenddessen kommt irgendeine Centipede-Unit und holt sich die Stadt. Das war nicht immer sehr schön. Und ich glaube, vor allem für dich mit deinem Spielstil ist das sehr wichtig. Ja,
Erstmal zwischendurch ein Dankeschön für das riesige Interesse. Wir haben im Augenblick bei mir auf Twitch über 1200 Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr dabei seid und es ist, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist wirklich extrem spannend hier. Wir erklären auch ein bisschen. Unten sind jede Menge Karten. Also das Spiel ist zwar, hat Karten, aber man stellt sich kein Kartendeck zusammen, klassisch wie bei Kartenspielen, sondern es funktioniert mehr so, dass jede Aktion im Spiel Ilshin ausgespielt oder ausgelöst und durchgeführt wird mit einer Karte. Genau. Man kann Einheiten rekrutieren, man kann im Kampf Karten spielen, um verschiedene Effekte auszulösen, oder man kann auch Karten auf die Städte, die man hat, spielen, die andere Effekte auslösen. Es ist alles kartenbasiert. Wir fanden, das ist einfach eine schöne Art und Weise, auch den Art Nouveau-Stil zu illustrieren. Links oben sieht man die Ressourcen, das heißt, man sieht Gold und man sieht Steine. Mit Steinen baut man Dinge aus, Gold benutzt man für alles Mögliche. Es gibt noch eine dritte Ressource im Spiel, das ist eine magische Ressource, Ilshin. Für dich, glaube ich. Du hast die Hymne, soweit ich weiß. Ja? Ich habe Divine Favor. Nein. Angepasst an unsere Fraktion. Du hast den göttlichen Gefallen, ne? Du kannst göttliche Gefallen ansammeln und ich kann Lieder ansammeln. Kann man das so sagen? Ich würde sie als Hymnen bezeichnen, tatsächlich. Ja, ich habe jetzt gerade das versucht, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runterzubringen, aber das Spiel trieft vor Pathos, das darf ich dann gerne auch machen. Dann sind es Hymnen, einverstanden. Du spielst wahrscheinlich jetzt erste Karten aus, um erste Einheiten zu rekrutieren. Ich habe bei mir mal einen Zivilien rekrutiert. Die Besonderheit bei der alten Rasse, die ich spiele, ist die, dass man einfache Basiseinheiten hat, auf die man aber Karten ausspielt, um die dann abzugraden. Das funktioniert bei dir ein bisschen anders, Ilshin. Genau, ich muss nicht erst meine Civilians spielen, um sie abzugraden, um sie aufzubauen. Ich habe gleich meine anderen Units, die ich rekrutieren kann. Zum Beispiel meine normalen Hearthguard-Units, die sind ein wenig stärker als deine Civilians. Oder auch meine Bogenschützen, die ich direkt schon reinsetzen kann. Und auch magische Kreaturen. Je nachdem, welche Helden ich dabei habe, kann ich andere Kreaturen reinsetzen. Je nachdem, in welche Stadt ich übernehme, kann ich andere Kreaturen reinsetzen. Da lohnt es sich immer, über die Stadt drüber zu hovern, den Tooltip zu öffnen und zu gucken, was ihr da rekrutieren könnt. Und ab welchem Level. Entschuldigung, auf der rechten Seite sieht man immer alle Infos zu etwas, das man ausgewählt hat, hier zu der Stadt, in der wir drin sind, oder zu den Einheiten. Da gibt es Symbole, die kann man im Laufe der Zeit schnell lernen. Wenn man drüber hovert, wird angezeigt, was es bedeutet. In unseren Starthauptstädten sind zwei Dinge wichtig. Supply, das heißt, man kann dort Loot unterbringen. Wenn irgendwo Beute macht, wird es in Beutewagen gebracht, die kann man hier zurückbringen. Und die zweite wichtige Geschichte, das ist der Supply, war die Sache mit der Heilung. Supply ist Heilung, man kann nicht überall heilen, man kann in Städten mit Supply heilen. Das andere ist diese Loot-Geschichte und die gibt's über Storage. Das ist hier unten, also über Lagerbestände. Wenn man hier ein Loot-Gürteltier reinschickt, die transportieren die Sachen, wird das umgewandelt. Bei mir die Besonderheit, ich erkläre das meinen Leuten mal kurz, ich spiele die Kriegerkarte aus. Das heißt, ich rekrutiere nur die Zivilisten, die Civilians, aber ich mache darüber die Kriegerkarte und habe dann hier einen Krieger. So, und auf ähnliche Weise zieht man auch mit seinen Truppen rüber. Ich muss dich bei mir mal kurz wegblenden, damit ihr es sehen könnt. Bitte nicht erschrecken. Links unten hat man eine Armee. Man kann Helden mit Armeen halt losschicken. Man kann Armeen auch ohne Helden losschicken. In der Regel macht man es mit und man versucht, du wahrscheinlich auch, möglichst schnell den ersten Stützpunkt einzunehmen, ne? Was ich bis jetzt mache, ist mich tatsächlich umgucken, weil ich noch gar nicht dran bin. Deswegen kann ich auch gar nicht spielen. Oh, wusste ich gar nicht. Deswegen, wir spielen, während du dran bist, wir spielen hintereinander. Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Dann mache ich mal schnell. Dann ziehe ich einmal hier rüber und mache einen Kampf. Den seht ihr auch gleich. Kampf ist in Echtzeit. Unten werden Karten ausgespielt. Schaut euch das mal an. Jetzt einmal zack rüber. Ich bin gerade dabei, ein bisschen zu erkunden, was hier um mich herum ist. Und es ist alles sehr stark. Ich weiß gar nicht, ob ich gleich angreifen sollte. Also hier vorne haben wir so eine Art Tank-Einheit, hinten haben wir zwei Fernkampfeinheiten. Die eine macht einen Flächenangriff, die andere macht einen
punktuellen Angriff. Im Augenblick haben wir noch nicht so viele Aktionskarten zur Auswahl. Ihr seht, also gelb füllen die Karten sich, sind die komplett gefüllt, kann man die ausspielen. Wenn man eine Karte ausspielt, nachdem die gefüllt ist, geht das nicht auf den Füllgrad der anderen Karten. Man beobachtet die Karten ein bisschen und guckt, wo man die dann einsetzt. Noch auf Englisch, Spiel später auf Deutsch. Man bekommt auch schnell ein Gefühl dafür und im Laufe einer Partie wird es dann immer komplexer. Wir bekommen XP, die können wir dann gleich aussetzen. Wenn das XP umsetzen, wenn das XP-Meter bei einer Heldeneinheit komplett ist, können wir uns eine Eigenschaft auswählen. Auch die werden über Karten ausgespielt. Ein bisschen Geld erbeuten wir und das Level 1 hat sich auch schon gefüllt hier. Und, hier. Und jetzt haben wir einen Ort erobert. Die Armee zieht rein. Und wir haben die Möglichkeit, hier diesen Ort... Ach ja, das eine ist der Ausbau, aber das erste, was wir machen sollten, es gibt eine Besonderheit hier, vielleicht magst du es meinen Leuten mal erklären, das ist das Lichtnetz, Ilchen. Das Lichtnetzwerk auf der dunklen Seite. Tatsächlich müssten die Leute dann kurz bei dir im Stream gucken, weil ich zeig das ja gar nicht, was du auf deiner Karte siehst. Aber bei mir sieht man das hier. Das ist noch alles bedeckt mit dem Fog of War. Das heißt, man sieht es nicht. Aber die Old Race-Fraktion, die spielt sich insofern, dass man zwischen den Städten, die man einnimmt, ein Lichtnetzwerk aufbaut, indem man eine Gebäudekarte spielt und ein eigenes Gebäude dran setzt. Nur dann bekommt man die Ressourcen, das heißt das Building Material, das Gold und die Hymne kriegt man dann erst am Ende der Runde. Wenn man kein Lichtnetzwerk hat, dann kriegt man auch keine Ressourcen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du vor allem immer viele Städte einnimmst und sie miteinander verknüpfst. Da sieht man nachher, dass diese Umkreisung wie hier, ich kann im Augenblick die Karte Konstruktorium noch nicht ausspielen. Vermutlich erst in der nächsten Runde, ne? Wahrscheinlich fehlt dir das Material dazu. Nee, oder? Ich habe also 42 Steine brauche ich. Ich habe 150 und 21 Hymnen brauche ich. Ich habe 25. Ich kann die wirklich nicht ausspielen. Muss ich gerade mal in deinen Stream? Geh mal gucken. Ilchen, glaub mich nicht, Ilchen. Ich bin die Ehrbarkeit und Anständigkeit in Person. Ich habe das letzte Mal, dass ich geflunkert habe, war meine Geburt, als ich gesagt habe, ich fühle mich ja wohl und glücklich und will nicht wieder zurück. Schau mal hier. Also einmal Rechtsklick in die Stadt machen? Ja, einmal Rechtsklick hier rein. So sieht die Stadt aus. Harlekheim. Was ist denn das? Das da unten ist eine Karte. Ah, das ist eine Ruine. Man muss wahrscheinlich die Ruine wieder aufbauen. Build up oder rebuild, genau. Die Karte muss er spielen. Das heißt, ich gehe einmal hier hin auf die Karte hier unten. Rebuild. Und dann gibt es den Prosperity Level um 1 rauf. Ja, das klappt auch. Das wird golden umgrenzt. Da haben wir es. Genau. Das kann man gerade nicht ändern, Black Panther, aber danke. Jetzt sind wir hier vorne. Das macht ja keinen Sinn. Ein Haus auf ein verwüstetes Land zu stellen. Das stimmt. Deswegen und jetzt bauen wir erst das Land auf und dann jetzt klappt es. Jetzt kann man die Lichtkarte aufspielen. Er sieht, wie die goldene Verbindung zu der Nebenstadt entsteht. Zack, da ist er. Wunderbar. Mehr kann ich in dieser Runde gar nicht machen. Mit anderen Worten, du bist dran. Muss ich auf eine Runde weiterklicken? Ich denke ja, ne? Genau, du musst deine Runde beenden, damit ich zum Zug komme. Ja, du bist dran. Ich hoffe, perfekt, dass du mir genauso plastisch wie ich gerade erzählst, was du machst. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen um mich herum geguckt. Ich habe direkt neben mir eine Stadt mit sehr vielen starken Einheiten. Das heißt, ich habe noch nicht vor, sie anzugreifen. Ich setze mir erstmal... Ah, jetzt bin ich dran. Das wird mir sogar schon angezeigt. Ich setze mir erstmal noch Fernschützen bei mir rein. Ich glaube, noch brauche ich nichts in meine... Garnison zu stellen, weil ich sehr gut geschützt liege, hoffe ich. Und dann laufe ich einfach mal etwas vor und schaue mich noch weiter um, was es hier noch gibt. Ich weiß, dass diese Leute sehr stark sind. Und man unterschätzt manchmal die Gegner, die in einem anderen Feld stehen, weil man sich nicht die Perks hier drin durchliest. Das heißt, diese Units, unsere Jäger, haben den Parry-Perk und den Pierce-Perk. Das heißt, sie sind sehr stark und können durch Rüstung durchschießen. Und sie können auch gut parieren. Das heißt, es ist sehr schwer, sie zu besiegen. Wir hatten sehr viele Leute, die gemeint haben, dass sie nicht einschätzen können, wie stark sie sind. Man muss es sehr viel an den Perks balancen. Und ich weiß, dass ich Units mit Rüstung habe hier vorne. Das heißt, die sind tatsächlich gar nicht so stark gegen die Jäger.
Luminanz oder unsere Celestial Units sind stärker. Das heißt, ich lasse die erstmal in Ruhe da drüben. Schau mir an, was es hier gibt. Und weiß noch gar nicht, vielleicht wage ich es, noch etwas weiter vorzutreten und sie sogar anzugreifen. Falls ich durchkomme, aber ich glaube, das reicht noch gar nicht von meinem Movement. Ja? Ein stückchenweise ziehen bei den Zügen, wobei der Eindruck, mein Eindruck ist, wenn man einen Zug komplett aufteilt in mehrere Teilschritte, dann kommt man nicht ganz so weit, wie wenn man einmal komplett durchzieht, Ilshin. Ja, es ist manchmal unterschiedlich, aber manchmal lohnt es sich, kleinere Schritte zu machen, weil wenn man mehr als die Hälfte der Movement Points ausgibt für einen Schritt, glaube ich, ist man sofort in einer anderen Formation, wo man anfällig ist für Ambushes oder Hinterhalte. Hinterhalte. Genau. Deswegen muss man sich das auch gut überlegen, ob man das macht. Ja. Das gilt auch beim Belagern, wenn ihr eine Stadt umkreist. Städte kann man nicht so vor. Also hier die Stadt war gerade nicht umzäunt, aber wenn eine Stadt gut beschützt wird, eine Mauer hat und so ähnliches, dann muss die belagert werden. Und wenn man eine Stadt belagert, ist man auch anfällig dafür, wenn man angegriffen wird, hat man halt einen Kampfnachteil halt. Den habe ich gerade. Weil ich angegriffen bin, weil ich nicht am Verstecken war. Aber ich hole mir mal hier ein paar Luminanz dazu, die mir beim Kampf helfen. So viele Karten habe ich gar nicht. Ich wurde gerade von den neutralen Units angegriffen. Ich habe meine Runde beendet, weil ich nicht viel machen konnte. Aber es sieht sehr erfolgreich aus. Ich bekomme auch XP, ich bekomme auch mein Gold. Das hat sich doch jetzt doch gelohnt, davor zu laufen. Perfekt. Und meine Runde ist damit eh schon beendet gewesen. Das heißt, du solltest jetzt wieder dran sein. Ich habe jetzt auch meiner Seite dafür gesorgt, dass man nicht farblich etwas besser bei mir sieht. Entschuldigt bitte, ich hatte versehentlich ein unnützes Filter eingestellt von einem früheren Gast. Es liegt bei mir im Chat, wird nachgefragt, ob das Spiel dauerhaft so sein soll, dass die Runden immer hintereinander stattfinden und nicht parallel. Ja, das, also soweit ich weiß, ist das ein rundenbasiertes Spiel. Ich glaube, was ist die Frage dahinter, ob wir es asynchron machen können? Genau, also ob es rundenbasiert bleibt, aber ob die Züge parallel stattfinden. Das ist gerade nicht in Aussicht. Okay. Kann man später drüber nachdenken, aber für den Release nicht. Die Stadt hier vorne kann ich. Ich rede auch mal, was ich jetzt hier mache. Wir haben den Außenposten eingenommen. Wir sollten, hat Ilshin eben erklärt, alles, was wir erobert haben, mit mindestens einer Einheit bewachen lassen, sonst kann das schnell wieder futsch sein. Hier hatten wir eben eine Einheit gebaut, die ist hier auch drin. Problem, wir können Aktionen sind an Karten gebunden. Ich kann ja also keine Karte, glaube ich, in meine Abwesenheit reinziehen. Ne? Ich muss also den Helden einmal zurückbringen, um hier eine du neue... Du kannst das ja? Doch. Geht doch? Ja. Wenn du die... Ah, stimmt. Ich kann einen Civilian hier erzeugen. Da ist er. In deiner Garnison solltest du sie spielen können. Genau, die ist jetzt in der Garnison. Und jetzt schicke ich... Gucke ich mal, ob ich den... Achso, einer reicht ja. Dann lasse ich den Krieger in der Hauptstadt stehen und ziehe den Civilian rüber hier vorne hin. Aber den kann ich nicht einzeln losschicken, ne? Ich brauche einen Helden als Taxi, oder? Ja, das stimmt. Okay. Das heißt, ich könnte es umgekehrt machen. Ich kann hier vorne eine Einheit mal kurz drin stehen lassen und dann den von hinten holen gehen. So rum könnte ich es machen. Eine der beiden Einheiten hat Flächen. Ich guck mal, was ich an Feinden in der Umgebung habe, die ich angreifen möchte. Hier unten ist eine Furcht, die man verteidigt. Hier sind mehrere kleinere Einheiten. Das hier vorne ist, das ist ein Gebäude, eine Garnison, die man angreifen kann. Das heißt, das wäre ein potenziell schönes nächstes Ziel. Dann ziehen wir hier einmal rüber. Die schicken wir einmal komplett raus. Ich ziehe einmal mit. Ich verschenke einfach eine Runde. Ich ziehe mit ihnen einmal hier raus. Europlan, Entschuldigung. Ich muss links anklicken. Mit rechts anklicken und auswählen. Nein, mit links anklicken und auswählen. Und dann rechts rüberziehen in die Stadt rein. Bewegungspunkte bleiben übrig.
Der Held ist relativ schnell, weil er viele Bewegungspunkte hat. Wir gehen wieder in die Stadt rein. Jetzt lasse ich die beiden mal in der Garnison drin stehen, weil die sind etwas langsamer, vermute ich. Und jetzt mit ihm lasse ich jetzt als Taxi den Zivilisten rüberbringen. Kann ihn aber schon vorher zum Krieger verbessern? Nee, so viel Gold haben wir nicht. Ich nehme, ich packe einfach nur einen Zivilisten rüber. Den Zivilisten packe ich hier hinten rein, dann haben wir wieder die Armee. Dann gehen wir raus und dann mache ich mit dem Zivilisten Taxi, ziehe ich wieder zurück. Jetzt bin ich in der Stadt drin. Jetzt wird der Zivilist hier geparkt, als Garnison. Jetzt könnte ich hier, genau, das passt mit der Karte, die brauche ich im Augenblick nicht. Und jetzt könnte ich mit ihm hier vorne angreifen, da würde ich aber gerne noch eine weitere Armee mir wieder von hier oben holen. Genau, so klappt's. Jetzt schicke ich den Helden hier vorne hin zurück. Jetzt machen wir die Armee wieder voll. Fernkämpfer nach hinten. Mehr als drei können wir nicht mitnehmen, der hat im Augenblick noch nicht mehr Plätze. Und jetzt machen wir hier vorne einen Angriff. Defensivfeuer, um Einheiten zu beschädigen. Die stehen direkt nebeneinander, kann man sofort spielen. Leichte Schlacht, leichte Gegner und geschafft. XP bekommen und Beute. Das scheint ja gut zu laufen bei dir. Im Augenblick ja. Ich habe jetzt kommt auch die Level 8 Abkarte, weil wir so viele XP haben, dass wir den Helden aufleveln können. Auch das läuft über Karte. Da ist die Karte, die bekommen wir gerade. Wir packen ihn auf den Helden drauf, der in der Formal in der Stadt geblieben ist, weil der Feind halt direkt vor den Toren stand. Packen ihn hier hin. Deshalb hatte, glaube ich, auch die Garnison gerade mitgespielt, mitgekämpft. Jetzt haben wir drei Sachen zur Auswahl. Das hier ist eine Upgrade-Karte. Das ist eine Karte für den Kampf, mit der wir Einheiten wegschubsen können. Und Einheiten werden für eine Weile betäubt und können nicht mitkämpfen. Und das hier in der Mitte ist, nee, das ist eine Upgrade-Karte für eine Karte, die wir schon haben. Das ist das Upgrade für die bestehende Karte mit Einheiten wegschubsen und betäuben. Und das ist eine neue Karte, die wir auch ausspielen können. Einheiten beschädigen und betäuben mit einer temporären Wonderburn oder Wunderborn-Einheit, die entsteht. Was weißt du auswendig, was das für eine Einheit ist, Ilchin? Die Wunderborn-Einheit ist eine sehr süße Einheit, wie ich finde, die quasi ein Topf ist, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ein Topf mit drei Füßen, der Hymne mit sich trägt und quasi einen heilt. Cool. Das heißt, eine wandernde Zimmerpflanze. Klingt ja sehr, sehr sympathisch. In golden und flüssig. Okay. Und hier links ist ja auch eine komplett neue Karte. Die würden wir auf der Map ausspielen. Das ist wieder eine Battle-Karte. Das ist eine. Und dann können wir die ausspielen auf einer befreundeten Location, um jede Runde mehr Steine zu produzieren. Verstehe ich das richtig? 80 Steine mehr oder ist das... Nee, das müssen wir ausgeben. Wir müssen die 80 Steine ausgeben und die 30 Hymnen. Und dann wird ein Depot-Building dort erzeugt und das erzeugt eine Prosperity pro Runde, weil auch alle Locations, alle Städte, alle Siedlungen über Zeit aufsteigen und aufgelevelt werden, wenn deren Prosperity-Level voll ist. Bei dem langsamen und erklärenden Tempo, das wir haben, kommt das nicht zum Guten, nicht gar nicht durch. Deshalb nutze ich stattdessen die Call of Life, die neue Karte hier. Nimm die, die anderen werden dann gelöscht. Einmal rüber. Boah, da bin ich echt froh, dass wir die Call of Life neu gebalanced haben. Ja. Weil die war vorher nämlich sehr, 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 sehr stark. Ich kann nochmal angreifen, in derselben Runde, gleich ein zweites Mal. Sehr cool, machen wir.